Coach, 4:0, geiles Spiel, geile Stimmung, zweiter Sieg in Folge, 9:0 Tore. Woher kommt diese Trendwende? Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind natürlich überaus glücklich hier auswärts mit 4 Toren und 0 Gegentreffern nach Hause zu fahren und jetzt erstmal richtig Party zu machen, zu feiern und diese Stimmung einfach dann mit zu entfachen und weiter mitzunehmen. Ja, woher kommt die Trendwende? Dieses Spiel war an sich schon in den Spielen zuvor, mit Ausnahme von Hollenbach, zu sehen, in Ansätzen leider nur. Und da hat uns im letzten Drittel die Effektivität und die Überzeugung gefehlt. Die bringen wir jetzt auf den Platz. Wir haben erneut 4 Tore gemacht, hatten Möglichkeiten zu weiteren Toren durchaus, hinten nahezu nichts zugelassen. Also es war eine lupenreine, gute Geschichte hinten. Und das Kollektiv wächst, die Mannschaft wächst in ihre Rolle. Und wir verstehen es, diese Ergebnisse jetzt zu erzielen, was uns sehr, sehr glücklich macht. Was steht jetzt diese Woche auf dem Programm im Training? Was nehmt ihr euch vor? Ja, wir werden weiter an der Sache arbeiten. Wir verlassen unseren Weg nicht. Über Inhalte möchte ich da nicht sprechen. Aber wir werden weiter fokussiert sein auf den nächsten Gegner, uns vorbereiten und gucken, dass wir da entsprechend jetzt dann auch nachlegen und diesen Trend natürlich weiterführen können. Karacza war heute gar nicht im Kader. Gab es da irgendwelche Verletzungen oder ja, woran lag das? Ja, Ferrat ist empfindlich anfällig im Adduktorenbereich, Leistenbereich und hat jetzt, nachdem wir jetzt mal auf den Kunststraßen trainiert haben, da jetzt leichte Reizungen wohl. Und ist wohl so, dass ein Verdacht auf einen kleinen Leistenbruch besteht, aber vor dem MRT wollen wir uns in der Diagnose da auch nicht festlegen und das MRT wird er voraussichtlich Mitte nächste Woche haben. Danke, Coach. Sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen für die Woche. Super. Und Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank.